Hallo Leute, es ist mal wieder Zeit für ein Zeitschriften-Review. Ich habe hier die Pokémon offizielle Magazin Sonderausgabe Nummer 5 2024. Es geht ja schneller wie das Brezelbacken hier. Wir hatten noch gefühlt gerade erst die Ausgabe 4, die Sonderausgabe. Dann dazwischen das normale Pokémon-Magazin. Jetzt ist schon wieder Ausgabe 5 erhältlich. Also es geht echt rasend schnell in einem Tempo. Wahnsinn. Ich glaube, es sind ja 6 Sonderausgaben pro Jahr. Das heißt, eine steht jetzt noch bevor. Das hier ist wieder ein Poster-Special. Ja, hier 10 Mega-Poster. Und dann auch wieder ein Regionenposter. Hier hinten sieht man es, kleiner Spoiler, da die Alola-Region, Sammelposter Nummer 7 ist es jetzt. Und wir haben auch zwei Funpacks hier von Stellarkrone. Sehr, sehr cool. Das Ganze für 4,99 € am Kiosk erhältlich. Sonderausgabe Nummer 5. Diesmal in Folie eingeschweißt. Das war vorher auch noch nicht so. Die lagen sonst immer einfach so am Kiosk. Aber vielleicht haben sie festgestellt, dass die Poster irgendwie, dass vielleicht Leute Poster rausgenommen haben oder die irgendwie zerfleddert sind, keine Ahnung, beim Durchblättern und haben es deswegen in Folie eingepackt. Ich weiß es nicht, oder das ist einfach nur bei mir in dem Zeitungsladen, wo ich es jetzt gekauft habe, so. Ich habe keine Ahnung. Interessanterweise sind die jetzt auch mit Klebepunkten festgemacht und nicht mehr mit Tesastreifen oder Klebestreifen. Finde ich das persönlich ja sogar besser, weil ich behaupte immer, die lassen sich besser ablösen. Ja, das lässt sich viel, viel besser ablösen als immer diese Klebestreifen, Tesastreifen, was auch immer. So, dann machen wir hier mal ab. Hier noch ab. Das Gute ist, dadurch, dass hier die Funpacks dabei sind, ist es auch ein interessanteres Review, sag ich mal, weil gerade so ein Sonderheft, wenn es so ein Poster-Spezial ist, kann ich euch eigentlich nicht viel zeigen, außer die 10 Poster, die man in der Vorschau auch schon sieht. So richtig groß kann ich euch gerade die großen Poster sowieso nicht zeigen, weil der Kamerawinkel dafür nicht gut geeignet ist. Ich noch nicht keine Möglichkeit gefunden habe, das besser zu machen. Also von daher, ups, einmal schön gegen das Mikro gestoßen. So, also wir haben hier zwei Funpacks Stellarkrone, sehr nice. Die gucken wir uns gleich an. Aber erstmal hier noch das Pokémon-Sondermagazin, Sonderheft hier Nummer 5. Inklusive drei XXL-Poster. Das scheinen hier alle möglichen Starter-Pokémon zu sein. Erste Generation, zweite Generation, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte. Kommt bis hin, das ist jetzt die neunte. Dann hier, das ist das mit Bautz, ja, das ist Alola, genau. Ja, guck einer an. Ja. Und noch zwei Stück, dann haben wir schon, sind wir schon bei Paldea angekommen. Dann haben wir also Mew und Mewtwo. Dann haben wir hier die Starter aus dem aus der ersten, zum ersten Set quasi, aus dem ersten, der ersten Edition. So, gucken wir mal. Hier hätten wir einmal ein Poster mit. Wir machen hier. Oh, das sind die Starter hier aus der siebten Dings. Bautz, Robball, Flamiau und na gut, Pikachu ist ja kein Starter, aber der gehört irgendwie auch mal mit drauf. Hier haben wir noch Pikachu und Evoli, auch ein sehr süßes Bild. Und in der Mitte, hier haben wir die einzelnen Starter der einzelnen Regionen. Das ist ja auch natürlich cool. Genau, hier haben wir Alola. Da ist auch das Regionenposter dann drin. Das ist hier Galar, da rechts steht's. Galar-Region, na, noch eins weiter da. Und ganz zum Schluss Paldea. Genau, geht hier los mit Kanto, Johto, Hoenn, Hoenn oder Hoenn oder so, Sinnoh, Einarl, Kalos, Alola, Galar und jetzt Paldea. Das ist ja geil. Alle Starter-Pokémon der neuen Edition auf einen Blick. Cooles Poster auf jeden Fall. So, dann haben wir hier ein Poster mit. Haha. Shiggy, Shillock und Turtok. Bisasam, Bisaflor, Bisaknosp, Glumanda, Glutexo und Glurak. Die Starter der ersten Edition. Ups, dann haben wir hier das Riesenposter mit Mew und Mewtwo. Hatten wir auch schon gesehen. Und wieder gegen das Stativ gestoßen. Ach Mensch. Super hier. Hochprofessionelle Videos, ich sehe schon. So, dann haben wir hier ein bisschen noch jetzt, das ist jetzt das eigentliche Heft, in Anführungszeichen, wo auch nochmal Poster drin sind. Infos zu Pokémon aus deinem Poster-Special. Bautz, Flamiau, Robball, Bisaflor, Glurak, Turtok. Ne, hier haben wir Werbung für Togo. Dann können wir das auch nochmal aufklappen hier und bekommen. Oh, da ist noch was drin. Einmal hier eine Art Halloween-Poster hier. Mit Pikachu, mit Zylinder und hier orange-schwarze Fliege. Ja, dann jede Menge Psycho-Pokémon hier. Ja.
Friedwurf, Gengar, Drift Zeppeli, Lichtel oder. Nee, das ist die Weiterentwicklung von Lichtel, glaube ich. Mimigma, glaube ich, heißt das hier, genau. Und so, Azuglades müsste das, glaube ich, sein. Auch ein Hefel hier sogar auch dabei. Und hier unten noch die Starter-Pokémon. Hier, Felori, Krokel und Quax. Dann mit Pikachu und ein Evoli, also alle möglichen niedlichen Pokémon auch dann vertreten, natürlich. So wie sollte es anders sein. Dann haben wir hier noch, die Evolutions, wie es immer so schön heißt. Evoli mit den ganzen Evolutionen hier. Ah, coole Sache. So, dann hier das große Poster, also groß, nicht so ein XXL-Poster, aber trotzdem auch ein großes Poster, die Alola-Region hier, sehr schön, mit Bautz, Arboretos und Silvaro, Flamiao, Mizunder und Fuego und dann hier Robball. Oh Gott, das müsste man noch lesen können. Marikek und Primarene. Primarene, ja. Und ja, die ganzen Pokémon aus Alola. So, und dann haben wir noch hier ein, ja, das muss natürlich auch immer sein, ein Glurak-Poster, natürlich. Glurak geht immer, wobei natürlich hier die Rückseite mit der Alola-Region für mich die das Bessere ist, weil ich finde diese, oh, hier eine unbekannte Region, Meltan und Melmetal. Ich mag ja diese Region-Poster, die finde ich richtig cool und da freue ich mich immer auf die neuen. Schade, dass es jetzt so einem Ende entgegengeht. Und dann ganz zum Schluss hier noch Pikachu Typ Elektro Pokémon Nummer 25 hat man hier nochmal und ja, die Rückseite ist dann hier das und das. Hier sehen wir auch nochmal alle Poster. Sammelposter Nummer 7, hier haben wir das Glurak und das Pikachu. Dann hier die Evolutions und das Halloween Poster. Hier haben wir Pikachu mit den Startern aus Alola. Dann haben wir nochmal Pikachu und Evoli. Dann hier die drei Starter aus der ersten Region. Mew und Mewtwo und alle Starter aus allen Regionen nochmal auf einem Poster. Ja, also ordentlich viele Poster für 4,99. Mein Highlight ganz klar natürlich das Regionenposter. Bisher alle sieben schon, darf ich meinen eigenen nennen. Ich freue mich auf die letzten zwei, dann haben wir sie alle komplett. Das finde ich sehr, sehr cool. So, dann gucken wir noch rein in die Funpacks hier von Stellarkrone. Zwei Stück an der Zahl. Vielleicht kriegen wir ja irgendwas Cooles, eine coole Reverse-Card oder sowas. Vielleicht eine, die keine Kamen-Karte ist. Wir fangen an mit einem Lextremo. Kamen-Karte, natürlich. Ein Knarbon, auch eine Kamen-Karte. Und jetzt kommt die Reverse-Karte und es ist eine Kamen-Karte, ein Duraludon. Schade. Aber wir haben ja noch ein zweites hier. Funpack Nummer 2. Was bringt es uns? Wieder drei Kamen-Karten oder vielleicht mal eine Ankamen-Karte. Wir haben einen Riolu. Dann haben wir einen Duraludon nicht in Reverse. Und auf dem Reverse-Slot kriegen wir eine Ankamen, immerhin. Da unten sieht man es. Sehr, sehr cool. Ein Pandagro entwickelt sich aus Pampam, ein Phase 1-Pokémon. Vom Typ Fenstermist. Ja, also immerhin mal eine Ankamen-Karte bekommen, was ich sehr, sehr cool finde. Schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr von dem Poster-Magazin, was ich heute hier euch gezeigt habe? Habt ihr es auch gekauft? Habt ihr euch diese Regionen-Poster, sammelt ihr die auch, ja? Oder ist es nichts für euch? Habt ihr vielleicht Lücken? Habt ihr welche verpasst oder so irgendwas? Würde mich mal alles interessieren. Was haltet ihr von dem Poster mit den ganzen Startern und sowas? Was ist euer Highlight hier? Was gefällt euch überhaupt nicht vielleicht, etc.? Gerne mal in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr von den Funpacks? Ja, all das. Haut's in die Kommentare. Ich sage immer danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.